Sprungen Villingen voll im Traktorfieber. Oder sollte es eher heißen Bulldogfieber? Egal. Jedenfalls bei herrlichem Sonnenschein war auch die zweite Auflage des Traktortreffens, veranstaltet von ADAC und Motorsportclub Holloftal, wieder ein voller Erfolg. Diesmal mit absolutem Melderekord von 120 Fahrern, die stolz sowohl ihre landwirtschaftlichen Gefährte präsentierten, als auch die Geschicklichkeit, mit der sie selbige beherrschen. Farbenprächtig und kurios, faszinierend und an Kinderträume erinnernd, übt diese Veranstaltung auf Teilnehmer und Besucher gleichermaßen einen Reiz aus, den man für die Vogelsberger Region nicht mehr wegdenken möchte. Ich habe den vor 15 Jahren gekauft. Da war so ein Greifer drauf gewesen, der war dann abgemeldet. Dann habe ich den wieder in die Reihe gemacht, dass er wieder angemeldet worden ist. Und seit der Zeit läuft er halt als Hobby bei mir daheim. Ich komme aus Fernwald-Steinbach. Da hat es auch noch Nebenerwerbslandwirte. In Albach, wo ich jetzt wohne, ist ein Vollerwerbslandwirt da. Und ich habe einen 4,5-jährigen Sohn, der ist begeistert, jedes Mal, wenn er einen Traktor sieht. Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden. Meine Eltern hatten Landwirtschaft. Und daher kann ich auch Traktor fahren.